Interessant ist, dass ich eigentlich gleich an der Lektion anschließe, interessanterweise, als ob Gott es so geplant hat, hat er wohl anscheinend, denn ich habe heute den Gedankengang, ich würde es ausdrücken, Täuschung. Wir haben schon so lange darüber gesprochen, jetzt eben brauche ich gar keine lange Einleitung nehmen. Für mich beginnt das Ganze mit einem Satz. Natürlich müssen wir immer sehr viel über alte Dinge reden aus dem Wort, weil es noch nicht so viel für unsere neue Zeit. Ich fange hier an mit einem Zitat, nein, was Jesus im Grunde genommen über Jerusalem sagt. Am letzten Augenblick, es ist, als er die Stadt verlässt, und es heißt hier in Lukas 19, Abvers 41 lese, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Und er sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nur dabei ist es vor deinen Augen verborgen. Es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen, von allen Seiten bedrängen werden. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir. Und in dir wird kein Stein auf dem anderen bleiben, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das ist eine bittere Sache. Im Grunde genommen attestiert Jesus Jerusalem hier völlige Verblendung. Einfach nicht kapiert, nicht verstanden, was eigentlich los ist. Wir tun uns leicht, wir schauen das Leben Jesu an und sagen, hey, 3,5 Jahre war er da, ist doch nicht so schwer zu erkennen. Wie blind wart ihr denn eigentlich, ihr Jerusalemer, ihr Israeliten oder beziehungsweise waren ja nur noch die Juden? Wie blind wart ihr denn? Das redet sich leicht, wenn man das so in der Retrospektive schaut. Und da möchte ich instant einen Sprung nach vorne machen und schaue auf unsere Gemeinde und nehme ein Zitat von unserem Propheten. Und ich nehme ein Zitat, was wirklich jeder ganz einfach finden kann. Ja, Christus kommt bald, ist ein Buch, was man leicht kriegen kann, einfach finden kann, muss man nicht ewig suchen. Seite 37, erster Absatz, ganz kurz. Die Gemeinde ist im Zustand von Laodicea. Gott ist nicht in ihrer Mitte gegenwärtig. Klingt auch nicht besser. Diesmal handelt es sich aber um uns. Und da frage ich mich, kann es sein, dass vielleicht auch wir einer Täuschung unterliegen? Ist es möglich? Kann es sein, dass am Ende der Zeit der Herr gesagt hat, ah, das sind über tausend Jahre vergangen, habt ihr Zeit genügend gehabt, das Wort zu studieren, alles sauber zu verstehen, ihr werdet alles wissen, Wissen wird nicht das Problem sein, Erkenntnis wird nicht das Problem sein, es ist alles klar. Oder sind die Aussagen des Herrn bezüglich des Endes eher anders? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Matthäus reingehe und in Matthäus, wie es so schön heißt, die Endzeitrede lese, ist interessant, dass die Jünger fragen, wann wird das passieren? Und der Herr antwortet nicht mit einer Zeit, sondern er antwortet mit einer ganz anderen Aussage, indem er sagt, lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht verführen. Und dann bringt er drei Gleichnisse, die haben mit der Endzeit praktisch nichts zu tun, denkt man erstmal, weil es gar nicht um Gewalt, Krieg, Zeit oder irgendwas geht. Es geht um was ganz anderes. Und ich nehme eins davon stellvertretend heraus. Das möchte ich kurz mit euch anschauen, um das Problem mal ein bisschen aufzuarbeiten, weil ich möchte doch etwas weiterkommen als nur die Erkenntnis, dass ein Problem besteht. Und zwar ist es das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Also das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, nochmal das Setting, ist eine Antwort auf die Frage, wann kommst du und was wird die Situation sein? Und der Herr sagt, lass dich nicht verführen und ich gebe dir ein Gleichnis, das der 10 Jungfrauen. Okay. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen, dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug, 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäße mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren,
ging mit ihm hinein zur Hochzeit. Die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Lass uns das ein bisschen analysieren, das Gleichnis. Es ist ja kein Prosa, es ist ja ein Bild. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Also der Herr sagt, vor dem Ende der Zeit, dann, wann die Wiederkunft sein wird, wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Also er gibt dieses Bild hier. Die Jungfrau, klar, steht für die Gläubigen. 5 von ihnen waren klug, 5 sind töricht. Das sagt er einfach, das nehmen wir jetzt erstmal so hin, das wollen wir verstehen. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. So, jetzt wird es interessant. Alle 10 Jungfrauen haben eine Lampe. Was ist denn die Lampe? Na, der Psalm sagt, und auch immer wieder, das Wort ist meines Fußes Leuchte, ist deines Fußes Leuchte. Das Wort ist die Lampe. Das heißt, diese 10 Jungfrauen hier, alle haben das Wort Gottes. Das heißt, sie nehmen das Wort Gottes. Sie versuchen, das Licht aus dem Wort Gottes auch scheinen zu lassen. Man könnte auch anders sagen, sie haben ein Bekenntnis und das geben sie auch preis. Der Unterschied ist nicht der, dass der eine keine Lampe, also kein Wort Gottes hat oder kein Bekenntnis. Nein, sie hat kein Öl im Gefäß. Stellt sich die Frage, was ist denn das Gefäß? Das Gefäß ist der Mensch selber. Klassisches Beispiel Petrus. Er schreibt von den Frauen als das schwächere Gefäß oder Paulus sagt, wir haben den Schatz, diesen Schatz, er spricht vom Heiligen Geist, in irdenen Gefäßen von uns. Das heißt, es geht hier um uns. Es geht hier darum, dass das Öl nicht im Gefäß ist. Das ist das Problem. Es geht auch nicht darum einzuschlafen, schlafen alle ein. Dafür gibt es überhaupt keine Rüge. Schlafen alle ein, spielt keine Rolle. Das Einschlafen ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, das Öl im Gefäß zu haben. Interessant, jetzt kommt ein anderer Gedankengang, nämlich, dass die, als sie wach werden, die Törichten sagen, könnt ihr uns von eurem Öl was geben? Und die sagen, nein, können wir nicht. Wir können nicht heilen. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch Unsinn. Wenn ich einen Liter Öl hinstelle und da stehen 3 Gläser, dann kann ich diesen Liter Öl auf 3 Gläser verteilen. Wo ist denn da das Problem? Aber sie sagt hier, oder das Wort sagt hier, es geht nicht. Es würde nicht reichen für uns und für euch. Das heißt, interessant ist, das Öl kann ich nicht teilen. So, was meint es hier? Was meint es? Nun, das Öl steht für den Heiligen Geist. Wer das noch nicht verstanden hat, einfach mal Sacharja studieren oder es gibt viele andere Stellen. Das Öl ist definitiv der Heilige Geist. Aber was macht der Heilige Geist im Gefäß in uns? Und warum kann man das nicht teilen? Der Heilige Geist produziert in uns die Frucht des Geistes. Das ist die Idee, das glauben wir alle, das ist nichts Neues. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Sanftmut, Keuschheit, Freude, Friede. Wir kennen das. Und das stellt eigentlich Eigenschaften dar. Das heißt, der Heilige Geist in mir, in dem Gefäß, produziert oder erzeugt einen Charakter. Und dann ist es auch klar, warum Jesus sagt, du kannst nicht teilen, weil ich kann meinen Charakter nicht mit dir oder mit Nick oder mit Martin teilen. Meinen Charakter kann ich nicht teilen. Das geht nicht. Ergo dessen ist es klar, warum der Herr hier in dem Gleichnis sagt, hey, das Öl, das kannst du nicht teilen. Du musst es dir selber besorgen. Auch die nächste Antwort ist dann interessant. Da heißt es nämlich dann, während die einen hingehen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und, jetzt kommt das schöne Wort, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Auch interessant. Bereit, bereitet, vorbereitet. Das ist der gleiche Gedankengang. Eine Veränderung des Charakters, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird, die kannst du nicht ad hoc erleben. Das gibt es nicht. Das braucht Zeit. Bekehrung, das kann in einem Augenblick geschehen. Der Sünder am Kreuz, dem schießt wie 1000 Volt durch seinen Mensch, das ist es. Das kann in einer Sekunde passieren. Aber Veränderung,
Charakter des Geistes, Frucht des Geistes, das geschieht nicht in einem Tag. Deswegen sagt es hier, die, die bereit waren. Das heißt, da ist etwas passiert, eine gewisse Zeit, und sie waren bereit. Und dann kann der Herr kommen und dann können sie mitgehen. Und interessanterweise erkennt sie auch. Und die, die dann später kommen, die kommen ja dann doch hinterher. Interessant, wo die Öl her haben. Das wäre eine eigene Predigt. Ganz interessant. Und dann auch kommen und klopfen, sagt der Herr nicht. Also, was wäre die richtige Antwort? Ihr seid zu spät. Natürlich, sie sind zu spät. Das ist ja das Problem, sie sind zu spät. Die Aussage, wieder einmal, ich kenne euch nicht, ist ja, Entschuldigung, falsch. Denn die mit Öl, also diese Jungfrauen, die waren ja bestellt. Man wusste ja, wer die sind. Da waren ja nicht wahllos irgendwelche Leute so, ach guck mal, da kommt vielleicht ein Bräutigam, ich setze mich mal hier. Die kannten sich ja. Also die Aussage, ich kenne euch nicht, ist hier genauso falsch wie Öl kann man nicht teilen. Das heißt was anderes. Das heißt, der Herr erkannte sie nicht. Da ist keine Beziehung, da ist nichts da gewesen. Sie haben zwar das Wort, aber es ist nicht zu einer Veränderung, nicht zu einem Inneren im Gefäß gekommen. Deswegen sagt der Herr, diese harte, das ist hart, diese harte Aussage, ich kenne euch nicht, tschüss, geht weg. Das Traurige ist an der Sache, es bezieht sich hier nicht auf irgendwelche Heuchler oder irgendwelche Showmaker. Das sind Menschen, die haben das, die schätzen die Bibel und sie warten auf den Herrn. Das ist ja das Traurige. Deswegen weint ja auch Jesus am Lukas-Zitat, was ich zitiert habe, als er auf Jerusalem schaut und sagt ja nicht, na, ihr seid so nervig, ihr geht mir alles so auf die Nerven, seid ihr dämlich, aber es ist ja eh bald vorbei mit euch. Das könnte man ja verstehen. Nein, er weint. Warum weint er? Weil er sie ja nicht verlieren will, weil er sie ja liebt, so wie er uns liebt. Und weil es so traurig ist, dass sie es hätten wissen können. Er war die ganze Zeit da und sie wollen ihn einfach nicht annehmen. Sie wollen nicht, das ist so traurig. Du kannst nichts tun, er hat alles getan. Ja, was soll er noch tun? Was denn? Daran sieht man das eigentliche Problem. Es geht hier nicht um eine Strafe, es geht hier nicht um, ich räche mich jetzt an euch oder was weiß ich, was man für dumme Gedanken da interpretieren könnte, warum Jesus sagt, es wird alles vernichtet. Nein, es ist eine Zukunftsvision und es tut ihm leid. Er wünschte, er hätte es nicht gesehen und er müsste es nicht tun, aber es geht nicht. Und das bringt uns zu dem Gedankengang, wenn das auf die Endzeit gemünzt ist und das bezieht sich hier auf Leute, die eine Bibel in der Hand haben und sagen, ich warte auf den Herrn. Was heißt das dann? Das sollte uns Sorge bereiten. Ob wir vielleicht nicht auch, wie die Israeliten sagen, nee, passt schon alles. Gut. Gibt es denn noch mehr Täuschung im Wort Gottes, sodass das einzige, also das heißt Täuschung, Entschuldigung, gibt es noch mehr Protagonisten, Menschen, Bilder, wo Christus davon spricht, dass man getäuscht ist? Kann das sein? Oder ist das das einzige? Ich meine, interessant ist, töricht, wenn man allein das Wort töricht mal kurz nachschaut, in der Konkordanz kommt man ganz schnell auf den Klassiker, die törichten Baumeister. Das ist im Grunde genommen der Abschluss der Bergpredigt, wo der Herr sagt, wer das, was er jetzt gehört hat, umsetzt, der gleicht einem, der sein Haus auf Stein baut, im Gegensatz zu dem, der es auf Sand baut. Das Traurige auch bei den beiden Baumeistern, das ist ähnlich das Problem. Wann erkennen die beiden, ob es funktioniert hat oder nicht? Wenn es zu spät ist. Wenn es zu spät ist. Der, der auf Sand baut, baut auf sich selbst. Der, der auf den Felsen baut, baut auf Christus den Felsen. Der Sand steht für die Menschen. Ne? Kommt aus dem ersten Buch Mose, wie Sand am Meer. Das heißt, wer auf die Menschlichkeit, auf die Humanität, auf das gute Denken, auf seine Menschenkraft, was auch immer baut, der wird überrascht. Selbst wenn er es noch so gut meint. Das Haus steht, der hat es gut gebaut, ist alles schön, der hat es mit den besten Absichten gemacht. Der hat es bestimmt nicht gebaut und gesagt, das ist voll der Witz, weil wenn der Sturm kommt, dann fällt alles kaputt. Das ist ja Quatsch, das macht ja keiner. Dem ist ja schon klar, er meint, es ist ihm klar, dass er das Richtige tut. Und das ist die Ironie an der Sache oder das Bittere. Es geht um Menschen, die meinen, es ist alles in Ordnung, sie machen es richtig. Und Gott sagt, sorry, das tust du nicht. Die Frage ist, wo ist die Fairness? Woher weiß ich das? Kann ich das wissen? Sonst ist es ja brutal unfair. Es ist ja russisch Roulette oder was?
Das kann es doch auch nicht sein. Also es muss ja irgendwo auch eine faire Möglichkeit geben zu wissen, ja, bin ich der Törichte, bin ich der kluge Baumeister oder Jungfrau oder was? Ich sollte es doch wissen. Sonst ist es ja wirklich total unfair. Ich nehme noch ein Gleichnis dazu von Paulus. Der Paulus nimmt zum Beispiel an den Timotheus, schreibt er. Und als er an den Timotheus schreibt, erklärt er ihm so ein paar Dinge und da sagt er auch etwas für die letzte Zeit. Also sagt das eigentlich eher für uns. Und das lese ich auch nochmal vor. Das hat eine ziemliche, ja, ich lese es einfach. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das sollst du aber wissen, sagt der Paulus und Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Wahnsinn. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ach so, sie lieben Gott sogar. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also das bezieht sich hier gar nicht auf irgendwelche Menschen. Das bezieht sich auf Menschen, die sagen, sie lieben Gott und die den Anschein der Gottesfurcht haben. Auf die bezieht es sich. Deren Kraft aber verleugnen sie. Sie haben das gleiche Problem. Ein kleines Missing Link, ein Ding, was fehlt und das Ganze ist dahin. Die Kraft. Ja, was ist denn die Kraft? Was ist die Kraft? Paulus selber sagt im Römer 1, Vers 16, das Evangelium, das ist Gottes Kraft zur Rettung der Menschen. Das ist die Kraft. Und das ist so eine lapidare Antwort, das Evangelium. Es ist am Ende des Tages doch einfach nur das Evangelium. Und das ist gut so. Und so wie ich verstanden habe, hat Jesus gesagt, ich danke dir, Vater, dass du das den großen und Wichtigtouren, ich sag's mal neudeutsch, und den ganzen ganz Großkopferten verborgen hast und hast es den einfachen Menschen, die einfachen Herzens sind, offenbart. Also ich kann es verstehen, das Evangelium. Das hat er mir versprochen. Ich kann es verstehen. Und in dem Kontext zitiere ich auch gleich noch den Johannes 7,17, den ich in der Lektion vorhin schon zitiert habe. Jesus sagte auch in einer Diskussion mit den Pharisäern, weil die sagen, ja, wer weiß denn, ob du überhaupt das Wahre bist, sagst du, kann ich ja gar nicht beurteilen, ob du. Und Jesus sagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tun will, der wird erkennen, ob ich von mir rede. Also sprich, ob es richtig oder ob es falsch ist. Das heißt, das Signum ist der Wunsch und der Wille, bevor ich alles erkannt habe, den Willen Gottes zu tun, wenn ich es denn erkennen würde. Also ich weiß zum Beispiel, da gab es Situationen in meinem Leben als Teenager, da kam meine Mutter, es war etwas passiert, die kam rein, guckt mich an, ich sage, Mama, du brauchst es gar nicht sagen. Ich wusste eh, was kommt. Ich wollte es gar nicht hören. Ich wollte nicht gehorchen. Ich wollte mein eigenes Ding machen in dem Augenblick. Und genau das ist es. Und genauso geht es den meisten Menschen wahrscheinlich auch. Da nähert sich ein Gedanke Gottes und der Mensch sagt, also wenn es dahin führt, was ich denke, will ich es gar nicht hören, dann kannst du es gleich behalten. Stopp. Und das ist das, was ich oft erlebe, auch wenn ich mit normalen Menschen rede und man redet über die Situation, man kommt dann so ein bisschen versucht, auf den Glauben zu kommen, Vollbremsung. Na, das, ich weiß, was dann kommt, das will ich erst gar nicht. Ist okay, ist legitim. Herr liebt den freien Willen, aber es hat dann halt auch die Folgen. Also, zurückkommend, das Evangelium sollte für alle erkennbar sein, und zwar so erkennbar, dass wir wissen, sind wir jetzt eine Törichte oder eine kluge Jungfrau oder sind wir es nicht. Diese Sicherheit sollten wir haben, sag ich mal. Und zu Wort übrigens auch. Die Frage, die sich mir auch immer wieder gestellt hat, bevor ich, und da muss ich den Bruder vorhin sehr unterstützen, ein gutes Bibelstudium ist was wert. Absolut dabei und nicht nur ein einmaliges, so ich habe mein Diplom, jetzt war es das, ein konsequentes Drinbleiben im Wort. Ja? Jesus sagt, bleibet in mir, wie, wo ist er, wer ist es? Hier ist er, ich bin das Wort, sagt er, bleibet in ihm. Wer im Wort bleibt, glaube ich, der wird sich viel leichter tun, wenn er konsequenter drin studiert, konsequent liest, er wird, glaube ich, seine Sicherheit finden. Und für mich war die Frage auch, was ist das Evangelium? Wie habe ich die beste Anleitung? Es gibt
Für jeden Schmarrn gibt es eine Anleitung. Aber wo finde ich jetzt hier in der Bibel die Anleitung? Das ist der Weg, den geht. Im Neuen Testament ist das so verstreut. Da ist ein Gedankengang, da ist ein Gedankengang, da ist ein Gedankengang. Dann sind die auch teilweise noch widersprüchlich, scheinbar widersprüchlich, wenn ich keine Ahnung habe. Denke ich mir, ja, ist es jetzt wirklich nur Glaube? Der Jakobus sagt, zeig mir deinen Glauben. Und da lache ich ja nur. Wo sind denn deine Werke? Also aha, dann kommt wieder der eine. Also es ist schon ein bisschen am Anfang verwirrend. Und da bin ich sehr dankbar für ein ganz einfaches, unwiderlegbar zu verstehendes Modell, was der Herr gegeben hat, dem Heiligtumsdienst. Und der Heiligtumsdienst ist so eine schöne, einfach zu verstehende Anleitung des Evangeliums, dass er geradezu perfekt ist. Und ich gar nicht verstehe, warum der bei uns so in ferner Liefen und irgendwo im untersten Schublade steht und man so selten davon hört. Und ich möchte mit euch jetzt einfach mal den Heiligtumsdienst anschauen, um zu verstehen, wie einfach das Evangelium zu verstehen sein kann. In dem Kontext, das Heiligtum ist aufgebaut, im Grunde genommen in drei Teile, eigentlich zwei ganz lapidar erstmal gesagt, der Außenbereich, der Vorhof und in dem Vorhof, der ist eingezäunt, also mit ja, Zaun, Mai, mit Vorhängen, was auch immer, ist der abgegrenzt gewesen und innen drin war dann das Heilige. Und das Heilige hatte nochmal eine Unterteilung in vorderer Teil heilig und innen drin das Allerheiligste, wo die Bundeslade sozusagen der stellvertretende Sitz Gottes war. Das Ganze ist nicht aus irgendwelchen menschlichen Fantasien entstanden, sondern es ist ja von Gott auf dem Berg gegeben und Mose hat das gesehen, was er im Himmel gesehen hat. Wahrscheinlich in Bildern, aber gedanklich ist es von der Idee her das. Das heißt, das ist also direkt Gott gegeben. Und interessant ist, dass Gott im Allerheiligsten sitzt. Und wir wollen ja alle zu ihm. Wir wollen ja zu ihm. Wir wollen ja auf die neuen Erde. Wir wollen ja zu ihm. Das ist ja das Besondere am Leben auf der neuen Erde, dass wir bei ihm sein können. Immanuel, Christus Gott, mit uns hier neben mir. Nicht imaginär, irgendwo im Wort, irgendwo per Gedanken, real. Das ist ja unser Wunsch. Deswegen macht es Sinn, zu verstehen, dass der Weg durchs Heiligtum, der übrigens auch im Hebräer beschrieben wird, wo der Paulus sagt, dass er uns einen neuen Weg durch das Heiligtum eingeweiht hat, da ist der Gedankengang schon drin, dass dieser Weg durchs Heiligtum hin zum Vater, hin ins Allerheiligste, dieser Weg, das ist das Evangelium. Das heißt, gehe ich alle Schritte, bin ich zu ihm gekommen. Simpel, einfach. Du willst zu Gott? Na, geh doch einfach hin. Geh doch einfach durchs Heiligtum. Und das sind Bilder. Und diese Bilder sind leicht zu verstehen. Also wenn ich jetzt zum Heiligtum komme, dann komme ich hinein und das Erste, was ich sehe im Vorhof, da ist viel Action, da wird am meisten passieren, ist dieser große Brandopferaltar. Und das ist der allererste Punkt. Am Brandopferaltar wurde das Sündopfer gebracht. Das war der erste Schritt. Natürlich ist das der erste Schritt. Wenn der Mensch erkennt, dass er sündig ist, ist das schon ein Wirken des Geistes sowieso, aber das ist schön. Dann macht er sich auf die Suche nach einem Opfer für sich, nämlich Christus, weil er das erkennt. Und dann kann er zu Christus kommen, mit Christus dem Opfer, und kann um Vergebung bitten. Das haben wir alle erlebt. Und das ist dieser erste Schritt, dieses Sündopfer. Und das wird dargestellt durch den Tod Jesu. Im Opferdienst bis zum Jesu-Leben war das ja nur eine Vorschau. Die Tiere, die da geopfert wurden, ja, das war ja nur ein Bild auf Christus. Als er dann kam, war es nicht mehr nötig, die ganzen armen Tiere zu töten. Deswegen ist das Bild dann verschwunden. Aber die Idee ist immer noch eben sehr gut. Also der erste Schritt geht ans Brandopferaltar zum Sündopfer. Das heißt, dort wurde Christus für mich, ist für mich gestorben, nimmt meine Schuld und ich soll aber, das wird auch gerne vergessen, von diesem Sündopfer wurde das Fleisch genommen, und die Priester durften es essen. Warum? Wie Jesus sagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr keinen Teil an mir. Das heißt, es ging darum, Christus in euch, das Aufnehmen, Christus in uns aufnehmen. Also das Bild ist ziemlich klar. Und das Neue Testament nimmt dann dieses Bild, ja, in dem Paulus sagt, das ist das Geheimnis, was verborgen war, Christus in euch. Ja, das ist der erste Schritt, der allererste Schritt, den jeder Christ oder jeder, der sich Christ nennt, tun muss. Die Vergebung seiner Sünden. Interessant ist nur, sind wir dann schon im Allerheiligsten? Nein. Ah, da wird es interessant.
Leider sind viele Christen der Meinung, dass die reine Vergebung, die Annahme der Vergebung, alles und ausschließlich alles ist. Und das war's. Und es geht hier nicht um Tun, es geht hier um Entscheiden. Die Frage ist, was mache ich damit? Was mache ich mit dieser Liebe Jesu? Was mache ich damit? Wie geht's dann weiter? Dann kommt der nächste Schritt, das Brandopfer. Denn so hieß der Altar ja eigentlich wirklich. Und das Brandopfer, das ist der nächste Schritt, da wurde jetzt ein Tier gebracht und wurde komplett verbrannt. Da ist nichts übrig geblieben. Warum? Es sollte meine Hingabe als Antwort auf die Hingabe Jesus an mich, sein Tod, sollte mein Tod, klären wir gleich, mein Hingabe vollends erfolgen. Das heißt, dieser zweite Schritt, dieses Brandopfer, ist übrigens das tägliche. Also wenn ihr im Alten Testament, das kennt jeder, es gibt zwei Dienste, die Gott eingesetzt hat, die regelmäßig nach Regeln abgelaufen sind, Yom Kippur einmal im Jahr und jeden Tag das tägliche Opfer. Und das tägliche Opfer hatte eben gar nichts mit Vergebung zu tun. Vergebung war ein Sündopfer. Das Brandopfer hatte mit Hingabe zu tun. Dass ich Gott sage, du, ich gehöre ganz dir, entscheide du. Ich verweise in dem Kontext auf die 10 Gebote. Lest sie mal als Frage. Ich bin der Herr, dein Gott. Frage, bin ich der Herr, dein Gott? Habe ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft der Sünde befreit? Ja, habe ich. Hast du das mit dir machen lassen? Dann ist alles, was danach kommt, so wie es im Urtext auch steht, als Verheißung geschrieben. Dann wirst du nicht Ehe brechen, du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht. Ist die Idee. Das heißt, das Brandopfer, das hat Jesus erklärt, zum Beispiel als allererstes Nikodemus. Nikodemus kommt zu ihm und hat sich auf ein bisschen vielleicht so ein Geplänkel eingestellt. Und Nikodemus hat nicht erwartet, dass Jesus so Finger in die Wunde, ja, gleich ohne Umschwerfe. Du, wenn du nicht von neuem geboren wirst, wirst du nicht ins Himmelreich kommen. Bam! What? Hallo, ich bin Nikodemus. Bin seit 30 Jahren in diesem Club. Jeder schätzt mich. Jeder mag mich. Ich meine es ernst. Ich lasse mich hier nicht als Hochstapler oder Heuchler abkanzeln. Ich bin Nikodemus, nicht vergessen. Man kannte Nikodemus. Er war verdient und respektiert, dass er ein echt gläubiger, gutgläubiger Mann war. Und Jesus, keine Umschweife. Du glaubst es? Du bist leider im Irrtum. Du bist verführt. Du hast das noch nicht verstanden. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, bringt dir das alles gar nichts. Brauchen wir gar nicht weiterreden. Lass da auch kein Irrtum aufkommen. Gibt doch keine längere Diskussion darüber. Und er weiß es eigentlich auch. Er sagt, du bist ein Lehrer in Israel. Du weißt, was es heißt, von Neuem geboren zu werden. Er wusste es. Er konnte es einfach nicht akzeptieren. Es hat bei ihm gebraucht, diese, oh, was sagt denn der hier? Aber das ist es. Dann geht's weiter. Was sagt denn Römer? Römer 6? Mal lesen. Da schreibt der Paulus auch ganz deutliche Gedankengänge. Er schreibt hier, ich lese mal Vers 3. Naja, eigentlich weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, da sind wir so verquickt. Vers 2. Vers 1. Was wollen wir sagen? Sollen wir in der Sünde bleiben, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jetzt, nicht auf der neuen Erde, hier. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Aha, was macht der Paulus hier? Der fängt an, Bedingungen zu stellen. Das ist ja Unverschämtheit. Der stellt Bedingungen, das ist ja frech. Tut mir leid, er tut es. Er sagt, wenn wir ihm eins gemacht und gleich geworden sind in seinem Tod. Und jetzt möchte ich, dass ihr mal eine Sekunde an den Tod Jesu denkt. Ich rede nicht von den Schmerzen am Kreuz, allein von den Schmerzen am Kreuz. Die meine ich nicht mal.
Ich zum Beispiel stelle mir vor, wie wahnsinnig schwierig das ist. Du willst eine Gruppe von Menschen, die ganze Welt, du willst ihnen helfen, du willst ihnen dienen, du liebst sie, du willst ihnen nur das Beste. Als Dank schlagen sie dich ans Kreuz. Und zu allem Überfluss noch, geißeln sie dich vorher, du bist halb tot, du schleppst dein Kreuz schon gar nicht mehr, du lässt es tragen, aber du kannst nicht mehr. Dann spucken sie dich an, dann hängst du am Kreuz, dann lästern sie noch, ne? Steig doch runter, du bist doch der tolle Jesus, komm, mach doch mal. Hast doch allen geholfen, helf dir doch selber. Und Schwester Weid schreibt, ein einziges Hervorblitzen seiner Göttlichkeit hätte sie allem Staub gelegt. Einmal cholerisch, jetzt reicht's aber, fupp, wären sie alle tot gewesen. Er war Gott, ein Gedanke hätte gereicht. Er tat es nicht. Und jetzt nehmt den Paulus, wenn wir ihm in diesem Tode gleich geworden sind. Also für mich passt das perfekt, ich bin Vollblutcholeriker. Das heißt, ich kann mich wunderschön aufregen, ich kann super sauer werden, das bemühe ich mich nicht zu tun, Gott sei Dank, aber ich könnte es sehr gut und früher konnte ich das auch. Das heißt, für mich ist das genau das Thema. Das heißt, meine Neigung, das ist der Punkt, muss sterben. Das ist, was Paulus hier sagt. Du willst mit Christus auferstehen? Kein Problem. Steh auf mit ihm. Ich freue mich, sagt der Paulus. Ich will auch mit ihm auferstehen. Aber wenn du mit ihm auferstehen willst, dann musst du mit ihm diesen Leidensweg gedanklich mitgehen. Du musst deinen Ego, deine Neigungen am Kreuz, ans Kreuz schlagen. Denn wir lesen, es geht ja weiter. Denn wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Warum? Warum? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist. Wir sagen manche evangelische Leute, ja, das ist ja juristisch, formal juristisch. Also wenn ich jetzt sündige, zählt es nicht mehr. Damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Sorry, falsch verstanden. Es geht um Dienen der Sünde. Der Paulus sagt, wenn dein Leib, deine Neigung, wie gesagt, das sind Bilder. Es geht um anerzogene und ererbte Neigungen. Machen wir es deutlich. Ungeduld, Schlechtlaunigkeit, übereiltes, schnelles, hastiges Reden. Nicht nachdenken, erst schimpfen. Cholerisches Temperament, Zornausbrüche, all diese Dinge, die so von innen rauskommen, die so ganz typisch für uns sind, das beherrscht uns. Wer das nicht glaubt, der muss noch ein bisschen länger leben, dem müssen es andere Menschen sagen. Wer von euch der Meinung ist, dass er sich voll unter Kontrolle hat und nichts ihn beherrscht, Hut ab, dann seid ihr in der Heiligung zur Vollendung gelangt. Das freut mich, wir sehen uns hoffentlich im Himmel, ich bin hoffentlich da, ihr seid ja dann da. Ich nicht. Ich beherrsche mein Leib noch nicht so, wie ich es gerne würde. Meine Neigung ist immer noch oft genug mal stark und ich muss brutal dagegen kämpfen. Und wer den Paulus liest, liest von einem Wettstreit, von einem Wettkampf. Der liest nichts von einem ins Sofa legen und warten, bis der Herr mich in den Himmel trägt. Das lese ich da gar nicht. Ich lese eigentlich nur von Täuschung. Die Bibel ist voll von Menschen, die getäuscht sind, die sich falsche Hoffnungen machen, falsche Vorbilder und falsche Gedanken haben, weil sie immer denken, ah ja, passt schon, geht schon, irgendwie kriegen wir es schon hin. Und der Herr sagt, nein, 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 nein. Leg den Finger in die Wunde, nenn das Ding beim Namen und dann leg es auf den Brandopferaltar und verbrenne es und lass nichts davon übrig. Das ist der zweite Schritt. Es gibt noch einen schönen Gedankengang dazu, ich möchte ihn auch lesen, den Text, weil er so deutlich ist. Da steht in Römer 12, das ist halt klassisch für einen Paulus, der hat das am meisten betrachtet. Ihr kennt ihn bestimmt, 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, und jetzt kommt es, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Aha, was ist das hier? Ist auch Gottesdienst. Ein Teil, ist auch Gottesdienst. Aber das ist ein ganz vernünftiger Gottesdienst. Sich selbst, seine Neigungen, das, was einen hält, dem Herrn als Opfer darzubringen. Und er geht weiter. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Wow, wozu? Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lass uns das umdrehen. Du fragst und sagst, ja, was ist der Wille Gottes? Woher weiß ich, was der Wille Gottes ist? Und Gott sagt, ja, so einfach wirst du es nicht erkennen. Wenn du das wissen willst, Regel Nummer 1, tu es nicht wie die Welt, wird nicht funktionieren.
du musst dich verändern lassen. Und du sagst ja, aber wie? Ich habe keine Kraft, ich habe kein Öl im Gefäß, ich bin ein dummer Baumeister. Und er sagt, ja, das weiß ich, das ist kein Problem. Gib dein Ich her und lass mich entscheiden. Vertrau mir. Ich bin Gott, Christus, er ist den Weg gegangen. Deswegen ist er als Mensch den Weg gegangen, dass er alle unsere Stationen, alle unsere Probleme selber leben konnte und nachher weiß, wovon er redet. Und nicht sagen muss ich ihm, ja, das hast du ja nicht erlebt, du weißt ja nicht, wovon ich rede. Du hockst da oben mit deinen Engeln, du hast ja kein Problem. Du hast ja keinen nervigen Chef, nervige Ehefrau, 23 nervige Kinder, was weiß denn ich? Ihr habt eure Ausreden, ihr kennt das selber. Jesus sagt zu Nikodemus, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, Neugeburt, davon reden wir. Und eine Neugeburt ist keine Evolution, ist kein langsames Verändern, es ist keine Transformation. Hört auf die Medien im Moment, Transformation ist das große Thema, wenn man, ja, the great reset, Transformation, alles geht in die Richtung. Du kannst bleiben, du musst dich nur verändern. Ja, Gott meint was ganz anderes. Sterben. Und von mir neu aufbauen lassen. Dani 2.0. Nichts abgeändert, neu. Neuschöpfung. Einfach zu erkennen am Brandopferaltar. Verbrannt, nichts mehr übrig. Ja, wer lebt denn da noch, wenn nichts mehr übrig ist von mir? Was ist denn das dann überhaupt? Sagt der Galaterbrief, Galater 2. Ganz interessanter Text diesbezüglich. Können wir auch mal aufschlagen. Galater 2. Vers 17 lese ich mal. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, wollen wir das nicht alle? In Christus gerechtfertigt werden? Ich denke ja, sonst wären wir nicht hier. Gut. Wenn also wir, ich lese nochmal, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Ja, logisch. Ja, klar. Wenn ich bei meiner Sünde bleibe oder der Herr mir helfen soll, dann hilft er ja der Sünde. Dann sagt er, das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, meine Neigung, mein Ich, den Wunsch zur Sünde, wieder aufbaue, also zurückgehe zu meinem alten Herrn, zurück zu meiner alten Neigung, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Na, ist doch klar. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Klar, das Gesetz verlangt, der Sünde soll, das der Tod. Es gibt zwei Wege. Du schiebst es so lange raus, bis Jesus wiederkommt oder du tot bist, dann stirbst du den zweiten Tod. Pech gehabt, bist nicht dabei. Oder du ziehst es ganz schnell nach vorne und sagst, ich sterbe lieber jetzt gleich den Tod meines Egos, dann wirst du leben, dann beginnt dein ewiges Leben schon heute. Du wirst zwar für kurz mal sterben, machst eine kleine Pause, wenn Jesus wiederkommt, erweckt er uns wieder auf und dann geht's weiter. Sterben werden wir, so oder so. Wir werden sterben, so oder so. Die Frage ist nur, mit Christus den Tod am Brandopferaltar oder am Ende zwangsgemäß die Sünde in uns, die dann herausbricht wie auch aus dem Teufel und wir alle vernichtet werden. Das können wir uns aussuchen. Und das sagt er hier. Ich bin gestorben durch das Gesetz, dem Gesetz, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Punkt. Eigentlich einfach. Das heißt, in dem Bild geblieben, wenn derjenige sein Brandopfer gebracht hat, dann hat er sein Ich abgegeben. Wer regiert denn dann? Der Heilige Geist. Christus in uns durch den Heiligen Geist. Was wir gelesen haben mit den Jungfrauen, das Öl muss ins Gefäß, sonst wird das nichts. Oder wie der Timotheus gesagt bekommen hat, wenn da die Kraft nicht ist, die Kraft verleugnen sie, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht. Ach, ich kann nicht? Kann ich wirklich nicht? Darüber habe ich das vor. Das war meine erste Predigt, über das Können. Ja, natürlich können wir. Wenn wir wollen, können wir. Die Frage ist nicht, ob wir können. Wenn wir nicht könnten, dann wäre der ganze Erlösungsplan eine Farce. Und das Evangelium wäre ein Witz. Weil wenn wir nicht könnten, dann hätte der liebe Gott uns, Entschuldigung, aber wirklich hinters Licht geführt und völlig für blöd verkauft. Weil wenn wir nicht könnten, dann ist es ja ein Witz. Dann sitzt er da oben und sagt, guck mal, die versuchen es. Sie wissen, sie können es nicht, aber es ist lustig zu sehen, wie sie sich bemühen und immer wieder hinfallen. Ja, ein derber Gedankengang. Das müsste dann schon ein rechter Psychopath sein.
Aber unser Gott ist die Liebe. Natürlich können wir. Die Frage ist nicht, ob wir können. Die Frage ist, ob wir wollen. Denn die Kraft, die hat er gegeben. Und er sagt dem Timotheus, hey, es wird eine Menge Menschen geben, die haben ein gottseliges Gerede am Leib, eine Erscheinung, die sieht gottselig aus. Und sie sagen auch, sie lieben Gott, aber sie lieben halt ihre Dinge dann doch mehr. Und die Kraft, die sie brauchen würden und die sie haben könnten, um verändert zu werden, die ignorieren sie einfach. Und somit sagt er, verleugnen sie sie. Ganz einfach, das ist die Erklärung. Das ist auch im Alten Testament schon nichts Neues gewesen. Auch dem Volk ging das genauso. In Jesaja 1, aus Zeitmangel lese ich es nicht mehr, in Jesaja 1 könnt ihr es nachlesen, wo der Herr sagt, ich kann eure Opfer nicht mehr sehen. Wer verlangt von euch, dass ihr hierher kommt in meinen Tempel und meine Vorhöfe zertrampelt? Originalton Jesaja 1, lest es. Da denkst du so, what? Du hast es doch gesagt, sie sollen Opfer bringen. Er sagt, nee, das will ich nicht. Ja? Es muss wirklich, wirklich etwas sein, was im Herzen passiert. Der Heilige Geist muss in dieses Gefäß, dann wird die Veränderung passieren. Und wenn am Brandopferaltar das Brandopfer gebracht war, dann war es klar, man hat der Heilige Geist übernommen und hat dich zum Waschbecken gebracht. Und das Waschbecken, da wurdest du gewaschen. Was sagte? Der Herr kann jetzt, weil du nicht mehr gegen ihn arbeitest, sondern mit ihm arbeitest. Jetzt kann er deine komplette Neigung, alles, was ihm nicht gefällt, kann er an dir abwaschen. Und wenn das erledigt ist, dann kannst du ins Heilige hinein. Weil dann bist du in dem Moment, bist du frei von Sünde. Er hat dich gewaschen, er hat dich gereinigt und er hat dich nicht nur formal juristisch bezahlt und gesagt, okay, komm, ich bezahle für dich. Und du sagst, ah, ja schön, dann kann ich ja weitermachen. Nein, Brandopfer, du hast dich selber auch hingegeben. Ja? Frag nicht über, was der Herr für dich tun kann, frag, was du für den Herrn tun kannst. Das Gleiche, gib dich ihm hin. Das ist im Grunde genommen sehr einfach zu verstehen. Und dann ist man in Heiligung. Und dann reden wir über Heiligung. Das Problem ist, viele meinen, sie seien in Heiligung. Und dann kommt der Satz, den ich oft gehört habe, am besten noch von Schwester Weid, Heiligung ist ein Lebenswerk. Ja. Nur wird aber nicht verstanden, dass Heiligung erst passiert, wenn der Sieg über das Ego erreicht worden ist. Vorher gibt es gar keine Heiligung. Wie denn auch? Wenn ich ständig zurückgehe zu meinen alten Neigungen, das muss eine Entscheidung sein. Die muss einmal richtig gefällt sein. Natürlich wird das nicht ab dem nächsten Tag, das sind Bilder, wird nicht sofort ab dem nächsten Tag alles super laufen, ich werde nichts mehr, nein. Und wie gesagt, dieses Brandopfer, interessanterweise, wurde jeden Morgen, jeden Abend immer wieder gebracht. Warum? Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Er meint nicht, ich muss die ganze Zeit ein Gebet plappern, das funktioniert nicht. Ich muss ja auch arbeiten, ich muss ja essen. Nein, es bedeutet das, dass du ohne Unterlass in dieser Unterstellung, in dieser Hingabe an Gott lebst. Deswegen das Bild im Heiligtumsdienst, dass dieses Brandopfer morgens aufgelegt wurde, es hat angefangen zu brennen, so, das den ganzen Tag haben sie dafür gesorgt, dass es weiterging, am Abend haben sie das nächste genommen. Das hörte nie auf. Das blieb immer etwas dort am Räuchern, am Brennen. Und dann nahm der Priester auch noch von der Kohle, brachte es rein ins Heilige, an den Räucheraltar und hat dann Rauchwerk aufgelegt, auch morgens und abends. Das heißt, unser Verständnis ist oft, was sich mir oft begegnet, dass die entscheidende Sache im Christenleben die Vergebung Jesu ist. Ja, das ist die Grundlage. Ohne die wäre es nicht möglich. Aber das ist so wie deine Immatrikulation an die Uni. Ohne Immatrikulation wirst du nie studieren können. Aber nur weil du die Immatrikulation hast und weil du die Möglichkeit hast, an die Uni zu gehen, bist du noch lange nicht Doktor oder Diplomingenieur oder was weiß ich, Master. Da musst du dir ein bisschen Zeit nehmen, da musst du dich hinsetzen und musst dabei bleiben, musst im Wort bleiben. Und genauso ist das auch das, was der Herr sagt. Das Blut ist der Eingang, aber das ist nicht der Abschluss. Das Wichtigste ist, dass der Heilige Geist in uns kommt und in uns bleibt. Zum Abschluss lese ich einen für die Gemeinde geschrieben, also für uns, nochmal ein Zitat von ihr zu diesem Thema, Seite 334, zweiter Abschnitt. Jetzt kommt das Zitat. Heiligung ist ein lebenslanges Werk. Sie muss ständig voranschreiten. Allerdings kann dieses Werk im Herzen des Menschen nicht geschehen, solange das Licht,
über irgendeinen Teil der Wahrheit abgelehnt oder vernachlässigt wird. Das heißt, allein das zu vernachlässigen, bringt mich schon nicht mehr weiter. Die geheiligte Seele wird sich nicht damit zufrieden geben, in Unwissenheit und Unkenntnis zu bleiben. Sie wird vielmehr wünschen, im Licht zu wandeln und nach immer größerem Licht suchen. So wie ein Minenarbeiter nach Gold und Silber gräbt, wird auch der Nachfolger Christi nach der Wahrheit wie nach verborgenen Schätzen suchen. Er wird zu immer größerem Lichte drängen und an Erkenntnis zunehmen. Er wird. Beständig wird er in der Gnade und in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen. Dabei muss das eigene Ich überwunden werden. Es gilt, jede Charakterschwäche in Gottes großem Spiegel zu entdecken. Gottes großer Spiegel, das Wort. Nur so können wir herausfinden, ob wir nach Gottes Charaktermaßstab schuldig gesprochen werden oder nicht. Ich komme zurück zum letzten Satz. Der Herr sagt, wenn du doch bloß erkannt hättest. Der sagt zu den Jüngern, wenn ich wiederkommen werde, meint ihr, ich werde Glauben finden? Die Prophezeiung für die Endzeit, für die Endzeitgemeinde ist nicht voll mit Gunstbestätigung. Ihr macht es super, macht weiter so, haltet durch. Sorry, tut mir leid. Dürft ihr mich gerne schlagen? Steht da aber nicht. Es geht darum, dass Verführung allgegenwärtig ist und am allerschlimmsten in der Auslegung des Wortes und des Evangeliums. Deswegen kann ich uns nur raten, das massiv zu studieren. Und wie gesagt, das größte Problem ist meistens nicht das Wissen, sondern ist das Wollen, ist die Entscheidung. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit, das ist Unsinn. Es geht um Entscheidung. Entscheidung ist was anderes. Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt morgen möglichst vielen Leuten helfen, möglichst viel Missionsarbeit machen, das ist selbsternannte Arbeit. Das hat Gott mir nicht angeschafft, das habe ich gesagt. Das heißt nicht, dass ich das nicht tun kann, wenn es auf mich zukommt, alles gut. Aber das ist es. Es geht nicht darum, dass ich mir irgendwas abbringe, irgendwas tue, damit ich was getan habe. Das ist Unsinn. Primär geht es um Entscheidungen. Es geht immer um Entscheidungen. Und deswegen muss unser Ego leider abdanken, weil es kann halt, wie der Herr gesagt hat, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht. Er sagt nicht mal, ihr sollt nicht. Da steht, ihr könnt nicht, weil es geht nicht. Deswegen für uns alle, lasst uns in den Spiegel des Wortes gucken und schauen, wo wir Dinge noch haben, die wir dem Herrn opfern sollten. Und lasst sie uns opfern, weil die Zeit, ich glaube nicht mehr, dass es noch so ewig viel Zeit ist. Ich hoffe nicht, dass der Herr mal zu mir sagen muss, ich kenne dich nicht, such dein Öl woanders. Amen. Wir wollen beten. Lieber Jesus, wir danken dir sehr, Herr, dass du uns diese ganzen Prophezeiungen und Versprechen geschenkt hast, dass du uns viel Mut zugesprochen hast, allein durch dein Leben und durch deine große Liebe, Herr. Und Herr, du hast uns natürlich auch ein Beispiel gegeben, dem wir nacheifern sollen. Und das ist herausfordernd, Herr. Aber eigentlich ist es ganz leicht. Sobald wir uns von unserem eigenen Drängen und Ringen nach Oberherrschaft getrennt haben, wird es leicht. Ich bitte dich so sehr, Herr, dass wir das erkennen, dass wir das umsetzen in unserem Leben, weil dann auch endlich unsere Mission wesentlich erfolgreicher und sinnvoller sein wird, weil wir nicht so viel reden, sondern einfach nur sein müssen, Herr. Ich danke dir, dass du uns auch diese Warnung gegeben hast, damit wir uns Gedanken machen, Herr. Ja, wir sind in der richtigen Gemeinde, Herr. Und ja, du wirst bald kommen, davon gehe ich aus. Und trotzdem ist für uns einiges zu tun, Herr, wenn wir dir entgegengehen sollen, wenn wir den Spätregen bekommen und eine besondere Botschaft an die Welt weitergeben wollen. Wie sollen wir das tun, wenn wir keine Antwort für die Menschen haben, die Erlösung von ihrem Leid wollen, Erlösung von ihren Neigungen, die sagen, ich will nicht mehr meine Frau anschreien, meine Kinder unfreundlich behandeln, ich will das nicht mehr, sag mir, wie geht das, Herr? Und wir nicht nur eine Lösung wissen, sondern eine Lösung leben, Herr. Deswegen bitte ich dich so sehr, dass du uns hilfst, das umzusetzen und endlich diese Veränderung zu leben, Herr. Das ist Christentum. Danke, Herr. Bring dir jetzt alle gut nach Hause und lass uns
gesund und sicher bleiben, Herr, und passt du auf uns auf, Herr. Danke dafür.